Das ist eine Tarnung. Mach mich schnell. Ruhig, muss ich ja irgendwie bleiben. Da war der Anpfiff zur neuen Stadtoberliga-Saison. Das Spiel wird präsentiert von Kürner, Röhr und Umwelt, AIB in Dresden und dem Artus Hotel. Wünschen wir den Spielern des Dresdner SC viel Erfolg. Auf geht's! Ich sehe uns schon nach dem Spiel, ja, hat er noch 2. Minute reingemacht. Dann hat er das gemacht. Schön. Ja, schön. Oh ja, klar. Ja, klasse. Kann man schon mal gefährlich spielen, wenn man so hoch führt. Ja, wir haben es einfach. Also, können uns das leisten. Auch zu so. Kein Ball? Eigentlich hätte man jetzt mal pöbeln können. Oh, schön. Lieber das Tor treffen als zu Hause. Und? Nö, warum? Oh. Ich hab jetzt so eine Wespe auf mich abgesehen. Was geht überhaupt? Ja!
Oh nein! Was für ein Auftakt. Kann ich mal wieder zu Matthias probieren? Das Bier ist aber lecker. Ich denke, ich habe es auch kein Eintritt gezahlt. Das läuft auch doch mal weg. Eieiei. Kontrolliert spielen. Das ist schon. Ei. Er hat beide spielen lassen. Pfeifen, was machen wir? Ja, ich will prinzipiell. Matthias, schau doch mal die scheiß Wand an und zeig uns das. Ich glaube, die hat zu wenig Spielpunkte. Ich bin nicht überzeugt, dass das Ding überhaupt noch irgendwas anzeigen kann.
Ja, oder noch so richtig mit Tafel. Das gibt's ja auch noch. Oh ja, das ist jetzt so ein riesen Kreide. Nee. Ja. Ja, das ist. Das ist Raumgewinn, sofort nochmal abprallen lassen, vorlaufen. Ich glaub, das war nur so zu uns. Ich glaube, der war nur so unsicher, weil er beide Hände benutzt hat, weißt du? Ja, also. Wenn er so gemacht hätte, dann weiß ich nicht. Immer wieder fest zu. War schön. Danke. Oh, ja. Schade. Nur aus, ne? Was doch echt? Gut. Jetzt leider nur noch mehr der direkte Ecken machen. Nach abwarten. 8 Stunden ist er gar nicht mehr. Nee, glaubst du nicht. Was macht er denn mit seinem Bein? Versucht. Was soll denn das? Ui. Rico. Nein. Was? Oh nee. Kriegt er gelb. Da haben wir nicht nur. Ja, Gott sei Dank. Ich verstehe nicht, warum wir den jetzt. Heizen. Ja? Hase. Abseits? Torschütze vom Freundschaftsspiel. Thorsten Pahl. Er war ja Mannschaft, aber kein Mund dazu. Vielleicht lösen die das. Ja, das ist krass. Nämlich.
Also ich hab's ja schon gemisst. Naja, war's nur ein. Es gibt so Stadien, die gibt sowas zum Beispiel. Es gibt Stadien, da wird sowas zum Beispiel werden, wenn Fußball werden, wenn jedes Fußballspiel ist. Siehst du ihn irgendwo nach dem Start? Ja, aber nicht. Das ist das eine. Also, das ist, glaube ich, eines. Oder, ja, neben dem jeden Platz, aber so richtig als klasse Stadion. Das fand ich ja, das ist ja voll tauglich. Das ist ja auch cool. Theoretisch hat das Stadion ja eine Kapazität von 30.000 Leute. Ja. Es sind aber nur 3.000. Zwei Drittel ist leicht untertrieben, es sind glaube ich noch insgesamt 3.000 Plätze. Das ist ja alles gespart. Nicht schlecht. Schön. Ey, was? Das war doch Ballgespiel. Das scheiße ich will. Das darf ja wohl nicht wahr sein hier. Also. Junge. Also echt hier. Ey. Spielen! Warte,
Echt. Dann braucht man Geld, Schiri! Wie lange wartet ihr denn? Gib ihn rein! Ich glaube, bei dem Schiri musst du echt schreien, dann kriegst du Freistöße. Dafür gibt Karten nach Dezibel. Abstoß oder?
Ja. Ja, kann man schon machen. Job als Linienrichter echt super. Wenn es nichts nützt, dann schon geht. Das ist das Spiel. Genau. Tor. Das Mittelfeld überwerfen ist ohne. Eieiei. Ach, schön. Na, komm. Aber es ist weit. Was hat er damit bezwecken wollen? Es ist ein Unfall-Tore nie entstanden. Wir haben Respekt. Echt, ja. Das gibt man doch. Menschen, Respekt.
runter. Weiter. Schön! Ah, ja, gut, ja. Ja, gut. Ja, gut.
Alte Scheiße. Das war eigentlich auch schlecht. Ah ja, spekulieren. Das war auch schlecht. Fehler. Na komm, so schlecht ist es nicht. Ja, und wie vernagelt! Ja, wir haben es vorher schon gemacht. Schöne! Was gibt's überhaupt nicht hier? Oh, na klasse! Sammer! So, das ist jetzt echt nicht auf. So krass. Ah. Schön gemacht. Was macht denn Rico heute? Bist du das wirklich doch ein? Bist du der Faser? Ja, genau! Fangen wir jetzt bloß hier an. Ist das sonst so laut? Alter, mein. Immer schön schreien und werfen. Ja, und bei dem Paul im Strafraum. Ja, da hätte man eine Karte machen können. Ja, wofür? Ja, vielleicht auch nicht. Theatralisch, immer schön theatralisch. So. Ja, jetzt vor Pause fang mal besser aus dem Gerät. Nein. Kurz nach der Pause ist meistens nicht so die stärkste Phase. Ja, wir haben neue Mannschaften. Also. Alles besser, ich erinnere mich zu gut. Hey!
Schön. Ja, ist okay, aber. Ja. Perfekt. Wolltest du direkt machen? Ja. Komm, steh wieder auf. So, ich kann mir das ganze Mal reinspielen. Natürlich. Nee, lau Manu. Sauer. Das muss man jetzt nicht unbedingt hypen. Na doch, wenn er vom Ball wegzieht, ja. Ja. So, jetzt kommt das Tor. Das ist ja geil. Auf der Rico ist es heute. Nee, was steht da? Irgendwann? So, jetzt mal. Ist der Ball? Da. Das war angespielt! Meine Fresse! Wegzaubern! Ich hab gerade noch das 6. 100% und aufgehört zu zählen. Das ist doch. Guten Morgen! Alter. Jetzt wisst ihr, wie kommt da mal ein Sound? Hauptsache, wie kommt da nicht kaputt? Es gibt ja eher so diese... Stimmt das eigentlich? Das wäre eine gute Frage. Weil Gelbwiese regelt sich eigentlich über, der steigt doch mitten in den Feldlauf jetzt rein. So, zweite Halbzeit, auf geht's. Oh, ja. Schade. Das glaube ich dir nicht. Cool, dass wir dabei sind. 15, Sascha Hofmann. Oh, schön. Sascha Hofmann ist raus für Kur. Ja, das ist der Kleine. Ja, der hat muss noch zu viel Respekt. Ein kleiner Hinweis. Morgen trifft die zweite Mannschaft des BSC gegen den
gewesen. Die beste zweite Mannschaft, 10:30 hier im Heinz-Steier-Stadion. Also die gleiche Begegnung, wo zwei Vertretungen, 10:30 im Heinz-Steier-Stadion. 10:30 im Stadion. Nee, das hast du nicht. Im Stadion, die Zone, hoch gegen Südwest, gegen die Zone. Zu Recht? Ja, ja, ja. Schön. Naja. Neue Versuch, es geht weiter. Was kommt noch? Ja, das schon. Der weiß Bescheid, ne? So, der Ball ist woanders? Nein. Kannst du durchzählen. So, aber machen wir durchzählen. Das war so komisch. Und schießen wir erst noch ein bisschen. Üben die Schauspieler oder was? Du meinst ja. Ja, ist mir schon. Torschance bringen. Ja, gut, trotzdem. Ich habe keine Story. Also, weg doch mal. Deswegen haben wir nur Schön. Jawohl. Na gut, da hat man halt Glück. Ja. Wir vertreten durch. Okay. Geht da mal einer hin und hilft? Oh, schön. Ja, das bringt ja alles nicht. Ein Außer keiner Volksverbindung. Also, ich bin jetzt gerade hin, kam auch. Schwöber, der echt überall ist. So, jetzt hier drauf. So, einen Druck setzen, dann geht es los.
Ich sag grad die andere die Ecke noch, wo ist sie? Einfach mal Geräusch, mal gucken, was passiert. Genau. Jetzt fährt was. Ui! So eine Scheiße, ne? So. Schäme dich. Ich. Was soll's? Nun ist es drin. Das haben wir uns auch gepfiffen. Hey! Hey!
Schätze mal ab. Bist du jetzt nicht pfeifen? Schön. Nicht so gut. Wie heben ich die Abwehr aus? Los. Reicht aber aus. Wir setzen uns einfach alle auf die Tartanbahn und machen hier das auch. Nein! Oh, schön, schön. So, hier, Elbisch gibt geheime Anweisungen an Trainer. So, Victor macht das bei seinem Tor. Müssen ja nicht direkt reinschießen. Ja, einfach überhaupt irgendwie. Ich hab ja nicht. Wir haben das nach dem Ausbau, dass da viele Wales. Bleib da einfach hoch. Bitte gezielt, ja.
beurteilen. Obacht. So, jetzt komm, mach die Scheiße rein. So wie wir auf das Tor drücken, da muss doch mal einer reinfallen. Oh, ja. Komm, kriegst du? Jawohl! Ja, schön! Ah, rein! Hey! Hey! Kopf drauf! Ecke! Jawohl! Wir verlieren hier einfach nur Spieler, wir haben die keinen zum Ersetzen. Zustellen. Keine Chance. Da lässt der Kopf hängen, da ist es los. Ja.
Hat er doch! Ah, schade. So. Ah ja. Die Schiedsrichter sind generell gegrüßt. Außer alle! Es sei denn, einer von den Tanner mit denen zusammen gepfiffen. Aber der ist ja nicht da, der ist im Urlaub. Also ich meine, da kommt schon Moment. Eieieiei. Ui! Schade. Stop!
Alter Schein. Ach nee. Ja, Tore schießen. Ach du Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Ja, was ist los? Wer? Zieh's runter. Ach nein. Siebzehn ist raus, 14 kommt rein. Bei dem Mann mit der Nummer 17, Philipp Hoffmann, Spiel, jetzt neu im Spiel, mit der Nummer 14, Christian Hoffmann. Komm, weiter geht's. Das ist mal unsere. Ja. Der wurde umgehauen. Nee. Ja, sah schon nach aus. Nur sehen wir uns einmal. Hier ist es nicht. Ja. Naja, also das kann man irgendwie nicht verstehen.
Kriegst du noch? Nee. Bogenlampe. Boris macht's allein. Ehrlich? Ouch. Hervorragend. Alter, es geht noch weiter. Na, kommt da ran, kommt da. Jetzt rein. Jawohl. Oh, geht ihr noch rein? Die Mannschaft braucht ja, nur noch Alkohol. Meine die nächste Woche, weil deine Woche. Oh, abwarten, da muss der Ball noch in das Tor fallen. Der Ball muss noch ins Tor kommen. In einem Überlaufen ist der nicht drin. Ich kann ihn auch schützen. Ganz hart, was machen. Ja, der plus der gibt es mehr. In alleine reicht mir. Auf jeden Fall. Ist das? Ist das? Ist das? Alexander Breisiger. Letzte Hoffnung. Breisiger? Ja, Breisiger. Ich hab's gar nicht gemerkt. Hast du das jetzt schon? Das ist auch noch 10 Grad. Aber ich meine, du hast schon. So, ja, und jetzt. Komm ran! So, jetzt hier. Keine Scheiße, nein! Kann man sich den Ball auch mal vorlegen im Strafraum? Das war richtig. Was? Ist das? Ganz geblieben? Ja.
das ja auch nicht. Aber da hat nochmal noch Freudi dort gespielt und Wecker. Die haben das so nicht zusammengespielt. So, Silvest wechselt nochmal. Wir sind bei unserem ersten neuen Spiel, Nummer 19, Stefan Rada. So, jetzt hier, los! Nun die Zuschauerzahl, der nächste bedankt sich bei 211 Zuschauern. Dankeschön. Südwest hat ziemlich viel Mühe. Aber 211 geht damit. Da will ich ausbalancieren. Oder irgend sowas. Schön. Schiri steht im Weg, sehr schön. Bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, wie die sich da jetzt. Eine Frau! Hallo, kann ich mehr. Das ist ja schon. Grün! Das Endliche, was ich jetzt verstanden habe, Dortmund 113. So, Leute, jetzt mal Scheiß 2 hin. Ja! Ja,
Claudia! Kann ich nur ein Lied machen? So steigt Post ab. Ein bisschen ist noch. Schön! T! S! Jetzt auf! Komm! Und vorwärts! Ja, jetzt! Ja! Weiter, weiter! Ich komme mal! Nein! Nein! Ach, Heino! Was ist denn los mit dir? Er muss drin sein! Das kann doch nicht wahr sein! Der dreht sich, trotzdem kann er einfach hinten freizuschießen. Oh, scheiße. Also ich denke, wir werden das Spiel mit 10 Spielern beenden. Scheiße. Das war ein Saisonauftakt, ey. Scheiße. Ey, Jury! Na klar, dann pfeif mal an. Wir können auch stehen. Da kann ich stehen, aber pfeif mal an, scheiß drauf. Ja. Na gut, das war jetzt auch sinnlos. Ja, aber offensichtlich praktisch auch schon drin. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass in dem Fall ein Magnet drin ist und den Sektor ablenkt. Nur bei den Elfmeter ist es so eindeutig, da funktioniert es einfach nicht. Der kann selbst der Stärkste. Weißt du, der wäre es aber zu offensichtlich. Ja, das ist der. Schön abgeschaltet. Bestimmt so eine Lehnstuhle. Oder beim Elfmeter einfach deaktiviert. So eine kleine Batterie. Ja. Um auf dem Feld. Das haben die Südwestler eingegraben. Ach, den bei Reihen bei Jiri! Ja, super, jetzt verhältst du aber was! Meine Fresse! Oh. Hallo! Hast du noch was? Geh wieder auf die Schule! So Leute, jetzt 3-2. Genau, das ist so passend. Dann ist wieder alles in Ordnung. Nee, wir haben immer noch die verletzten. Scheißegal, wir haben gewonnen. Können wir den Schiri irgendwo melden? Das ist doch unglaublich. Ich spiele mit 12 Mann. Wir haben mit 18 Leuten gespielt. Genau, ich spiele nicht. Wir hatten Chancen für 18 Leute. Ich freue mich schon aufs Forum. Ich nicht. Was? Abseits! Das ist aber nicht.
Okay, wenn ich drei weg bin, dann war die Batterie alle. Das ist ja. Das ist ein schlimmes Spiel. Das ist echt. Das ist jetzt unglaublich. Boah. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen. War das deine Worte? Ja. Sehr gutes Argument. Ja! Nein! 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 Alter, da war noch eine Wand, viel Kraft und viele Runde. Wir haben